Wenn du ein Ausscheidungsevent gewinnen willst, musst du dich vom letzten Platz fernhalten. Immer wenn der Timer auf Null steht, scheidet der letzte Fahrer aus dem Rennen aus. Halt bis zum Schluss durch und du gewinnst das Event. Heute trittst du gegen Elimination an. Wenn du es in die Top 3 schaffst, ist dir die nächste Einladung sicher. Das ist Lorenzo Vela, der Starfahrer von Elimination. Bleib so dicht wie möglich an ihm dran. Die Jungs von Elimination werden schwer zu überholen sein. Greif also schon früh an. Du musst das Auto in einem Stück ins Ziel bringen. Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Top 4 ist gut. Top 3 ist aber besser. Push weiter. Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf Sieg. Du stehst kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Einen Eindruck bei Elimination hinterlassen. So wie ich die Fahrer kenne, werden sie dich bald wieder einladen. Da es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders wichtig. Lorenzo Vela ist der Fahrerstar von Elimination. Versuch vor ihm zu bleiben. Elimination schreckt nicht vor Kollisionen zurück. Sei also aggressiv, wenn es sein muss. Raus und du warst es nicht. Gut so.
ist ausgeschieden. Noch 5 Autos. Mach Druck. Sind dir die Top 3 sicher? Push weiter. Du bist in den Top 3. Gib dich damit nicht zufrieden. Kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Paradedisziplin besiegt zu werden, muss ein schwerer Schlag für Elimination sein. Sie denken jetzt sicher ernsthaft über die WSR nach. Ist hier der Schlüssel zum Sieg. Konzentrier dich auf die optimalen Bremspunkte. Sei wachsam und behalt ihn im Auge. Er ist heute dein Hauptkonkurrent. Ist vorbei und du ziehst davon. Halte die Führung. Der zweite ist direkt hinter dir. Bestzeit aufgestellt.
Platz 1. Da es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders wichtig. Super, das Auto gehört uns.